Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal und zwar State of Decay 2. Ich muss gestehen, ich habe den ersten Teil nicht gezockt, aber ich bin jetzt sehr gespannt auf den zweiten. Ich habe jetzt nämlich 3 Wochen Urlaub gehabt und habe in den Wochen die Zeit genutzt und habe mir so Walking Dead angeguckt, zumindest die ersten 5 Staffeln, und deshalb bin ich natürlich jetzt sehr interessiert an diesem Spiel. Es ist, wenn ich so die Vorabinformationen richtig verstanden habe, keine fortlaufende Story, sondern es ist wirklich mehr so ein Zombie-Survival-Spiel und ich bin wirklich gespannt darauf. Es ist ein Microsoft Studios-Titel, das heißt natürlich auch, dass es ein Xbox One-exklusiver Titel ist. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass es natürlich ein 30-Euro-Titel ist, kein 60-Euro-Titel. Das heißt, man muss wahrscheinlich ein paar Abstriche machen an der Grafik, denke ich mal, obwohl sie schon wesentlich besser ist als der Vorgänger. Aber Leute, ich würde sagen, lasst uns einfach loslegen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefällt, denkt immer dran an den Daumen nach oben. Die, die es noch nicht haben, Abo, Leute. Wir zocken hier, oder ich besser gesagt, zocke die Ultimate Edition. Ich habe euch beides mal in der Videobeschreibung verlinkt, sowohl die normale Version als auch die Ultimate Edition bei Amazon. Wer auch Bock drauf hat und sich es zulegen möchte, Leute, ihr wisst ja, wenn ihr über den Link es kauft, dann unterstützt ihr ein bisschen meinen Kanal und ich sage schon mal Danke. Aber jetzt legen wir endlich los. So, wir beginnen hier eine neue Gemeinschaft. Wenn deine Gemeinschaft wachsen soll, musst du dich mit den Nachbarn anfreunden. Mitglieder, Verbündeter. Ja, so schnell konnte ich gar nicht lesen. Also lassen wir das. So, wähle deine Charaktere. Nehmen wir hier die griesgrämigen Geschwister. Was haben wir denn sonst noch? Alte Freunde. Beziehungspause. Seltsames Paar. So, was steht denn da? Wenn die Zombies nicht wären, hättet ihr euch nie verliebt. Ihr habt euch in einen Wald getroffen. Überlebende aus verschiedenen Welten, ohne ein Zuhause. Obwohl sich eure Wege vielleicht nie gekreuzt hätten, seid ihr jetzt untrennbar. Als ihr euch dem Flüchtlingslager der Armee nähert, hofft ihr, dass euch dieselbe Apokalypse, die euch zusammengebracht hat, nicht wieder auseinanderreißt. Sam und Mercy. Wen haben wir sonst noch? Das waren sie schon. Also die Geschwister mal nicht. Alte Freunde. Also ich bin schon für Mann und eine Frau. Also nehmen wir mal hier das seltsame Paar. So, betritt das Flüchtlingslager. Wir spielen also ihn. Sprich mit Mercy. Right. The woods were way better than an army base stocked with food. Ja gut, das hat ja super geklappt. Also weiter. Bisschen schneller laufen. Shit. There's
brainless in here. How'd they get inside? Maybe that's why there's nobody here. What the hell? So, Leute, man sieht, grafisch ist es jetzt nicht so auf dem neuesten, aktuellsten Stand, aber ich finde es trotzdem, es ist okay. So, dann durchsuchen wir mal das Flüchtlingslager nach Vorräten. Aha, so durchsuchen wir langsam, aber natürlich auch leise. Oh, da kommt einer. So, das war's mit unserem Baseballschläger. Durchsuchen wir mal ein bisschen schneller hier. Da kommt noch einer. Komm. So, das Gute ist, man muss also nicht lange hier suchen, sondern es leuchtet, denke ich mal, alles das, was man finden kann. Tüte mit Snacks gefunden, okay. Das ist nicht schlecht, weil ich habe keine Lust, jetzt hier auch immer wirklich in jeder letzten Ecke zu suchen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So. Yo, keep it together. So, neue Waffe. Tja, würde ich mal sagen, ausrüsten. Hm? Ja, ich drück doch X. Habe ich sie jetzt auch? Ja. So, dann, was haben wir hier noch? Tüte mit Snacks nehmen wir auch mit. So. Hey, check out these notes. You know, I'd write one for you if you got lost. Why am I the one who's gonna get lost? Okay. Hier haben wir noch was. Damn. Whatever. Thanks for fantasizing about me going MIA. Noch ein Verband. Oh, wie viel sehe ich da? 1, 2, 3, 4. So, sprich mit Mercy. Hat sie noch was zu sagen? Warum sind hier Zombies im Lager? I hear you. Also komm. Dann nehmen wir das jetzt auch noch schnell mit. So, die zwei schaffen wir jetzt auch. Kommt her. Dringe tiefer in das verlassene Lager ein, um nach Vorräten zu suchen. So, ja, hier sieht man es jetzt, das meine ich. Ja. So, die Texturen. Es ist natürlich nicht der allerhöchste und neueste Standard, aber ja.
Es kommt mir wirklich bei dem Spiel ein bisschen auf den Spielspaß mehr an, muss ich sagen. Und so natürlich auf die Survival-Elemente. So, Taschenlampe haben wir dabei. Suchen wir hier mal weiter. Hier geht's nicht auf. Locked up. Get it off me! Oh. Mercy, komm. Ich bin gleich da. Ja. Ich treffe ihn noch nicht. Aber jetzt. He's just like the muerto we saw outside the gate. Ah, damn it. It bit me. I hate that. Er hat dich gebissen. Oh nein. Es ging uns schon schlechter. So. Was finden wir in dieser Box? Oh, 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 das war sehr laut. Immer noch nicht. Machen wir es mal leiser. Dafür aber auch langsamer. Verhaltensregeln für Camp Osprey. Leute, ich lese das jetzt nicht alles vor. Wer es lesen möchte, macht einfach das Video auf Pause, dann könnt ihr es, ja? This place had more rules than fucking high school. Shit, this bite is really itching. I'm sorry. I'll be faster next time. Dios mio. The fuck is all this? Oh, barf. So, da ist einer. Den machen wir jetzt mal schnell hier. So. That shit is nasty. Das stimmt. I feel like I'm burning up. Seriously, this is bad. I'm out of meds, but I'll find you something. Don't worry. Ich denke mir, es ist doch besser, wenn wir ein bisschen langsamer, aber auch dafür wesentlich leiser hier die Sachen suchen. So, Machete gefunden. Öffne das Inventar. So, dann nehmen wir die Machete direkt mal. Wo ist sie? Da, hä? Okay. So. Da ist doch noch was. Durchsuchen. Nur Verband. Sonst ist hier nichts mehr. Mercy, keine Panik, ich rette dich. Didn't we just leave this party? We can make it. Just keep quiet. So, Verstohlenheit. Also praktisch schleichen. Halte Right Trigger und X, um einen Zombie von hinten aus der Verstohlenheit hinzurichten.
Dann machen wir das. So, vielleicht mal die Taschenlampe aus hier. So, der guckt zu uns. Ja, wie sollen wir jetzt hier vorbei? Ah, jetzt vielleicht. Nein, er hat uns gesehen. Yo, up here! Get to the ladder! Come on, let's go, let's go! Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wait, what are you doing here? The last evac trucks left days ago. My girl heard the army ran these camps. Where is everybody? Orders came in to close these camps down and move on. No more army, my man. Not here. Just a few of us dumb enough to stay behind. Only me and the doc survived. Hey, not an exaggeration. My brain is on fire. Oh, shit. Tell me what bit her. Was this real nasty fucker? All covered in blood? What's wrong? This is bad, real bad. You need serious help. The doc should still be down at the S&B. Tell her I sent you. So, suche O'Neill, den Doc. Dann machen wir das. So, das ist der Doc, nehme ich an. Where did you two come from? I thought civilians had been gone for days. Still trying to be. Was your friend bitten? That's my girl. It was a zombie with blood on the outside. I'm so sorry. You should come with me. Oh God, that's what bit me, one of those things. It's called blood plague. It's very contagious, and it doesn't take long to do its job. What do you mean? That's gonna happen to me? Not as long as I'm around. Hey, I could use your help. Ich komme. Take your flashlight, go in there and look for a sample case. I need you to bring it to me. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. Ich frage mich jetzt, warum sie das nicht selber konnte, aber wir machen natürlich, was sie uns sagt. So, hier beeilen wir uns mal. So, gefundene Gegenstände. Okay. Dann gehen wir mal direkt zurück. Doc, wo bist du? Did you find it? No cure? Not good. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, it's checkout time. Fucking Zeds are swarming the perimeter. Plague zombies too. I know you want to save Amari, but it's time for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exactly. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help. Like her. Okay. But I can't just leave. Not like this. Do what you need to. But make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari.
but I don't have the strength to end things. Ja, dann gib mal die Waffe. So, anscheinend ein ehemaliger Freund von der Ärztin. Perdóname. May God watch over you. I know I have a hard time letting people take care of me. For what it's worth, I'm glad we're together. Don't worry. I ain't doing the apocalypse without you. Thank you for doing what I couldn't. We gotta decide something before we go. So, wir müssen einen Ort finden, an dem wir uns niederlassen können. Es gibt hier in der Nähe drei Städte. Eine oben im Vorgebirge, eine draußen auf dem Plateau und die letzte liegt unten im Tal. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, ich denke mal, strategisch gut wäre es auf einem Plateau, hm? Besser als im Tal, ja. Wir nehmen das Plateau. Agreed. I'm riding shotgun. I hope your driving is good. No more army, huh? So, how do we survive now? Hey, come on. As long as we're together, we can make it through anything. Chaka, wir schaffen es. So Leute, während hier ein paar Tipps im Ladebildschirm laufen, würde ich sagen, die Folge ist etwas über 20 Minuten lang. Das soll es erstmal mit dem Intro zu State of Decay 2 gewesen sein. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Folgen auch dabei seid und denkt dran, wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ansonsten habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.